Ja, ich bin ich bin der Hofnachfolger oder der jetzige Chef hier in unserem neuen Stall. Ja, also ich und mein Vater, wir haben den Stall zusammen geplant. Also die Planung ist schon, vor 3 bis 4 Jahren sind wir angefangen mit der Planung. Der Hauptgrund für einen Melkroboter war für mich eigentlich die Zeitersparnis und die Flexibilität der Arbeit, sprich, dass ich nicht mehr so zeitgebunden bin wie beim Melken. Und ich meine auch, man muss mit der Zeit gehen. Ich interessiere mich sehr für Zahlen und für Technik. Und somit stellte sich kam eine andere Melktechnik für mich eigentlich gar nicht in Frage. Ja, also die gewonnene Zeit durch die VMS haben wir eigentlich dadurch schon wieder verplant, indem wir aufgestockt haben. Ja, also wir haben von 80 zu 140 Kühen aufgestockt. Dadurch ist die Arbeitszeit ist gleich geblieben, aber natürlich wesentlich im höheren Umsatz. Die Arbeit ist ein bisschen anders geworden. Durch die Roboter ist halt mehr auf Management gegangen und vom Melken ein bisschen weg. Also wir haben uns für 2 VMS entschieden, weil unser Händler direkt hier vor Ort ist und Service, meine ich, bei Melkrobotern sehr wichtig ist. Und ich meine, wir einen kompetenten Servicepartner hier vor Ort gefunden haben und auch von der Technik an sich überzeugt sind.